Hallo. Packst du? Sieht so aus, ne? Willst du gar nicht mehr hierher kommen? Doch. Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, es ist besser so. Aber ich möchte dich jetzt nicht aus der Wohnung vertreiben. Nein, nein, tust du nicht. Ist meine Entscheidung. Ja, wie du meinst. Ich will nur nicht, dass es später heißt, dass es meine Schuld war. Helen, das ist keine Intrige oder so. Ich will einfach nur noch eins, das ist Ruhe und Abstand. Okay. Weißt du, ich finde, das ist die beste Lösung. Jeder regelt nur noch das, was er zu regeln hat, mit demjenigen, den es betrifft. Also du deine Sache mit Alexander und ich meine mit Gregor. Okay. Hat der Gregor schon mit dir gesprochen? Er spricht ja quasi täglich mit mir. Ja, klar. Entschuldige. Helen, worüber soll er denn mit mir gesprochen haben? Nichts, gar nichts. Hey, es war dein Vorschlag. Jeder redet nur noch mit dem, den es was angeht, oder? Und ich finde, du hast total recht. Wir sollten uns beim anderen einfach nicht mehr einmischen. Das ist das Beste. Und du kannst ja Gregor fragen, der wird es dir sicher erzählen. Hm? Beeindruckend. Gratulation. Naja, dafür, dass ich dich so überrumpelt habe, hast du dich nicht schlecht geschlagen. Vor allem dafür, dass ich überhaupt keine Chance gegen dich hatte von Anfang an. Ja, das ist leider nur auf dem Spielfeld so. Du meinst wegen Laura? Ja. Gegen die Konkurrenz kannst du nicht gewinnen. Anders als hier. Ich soll es vergessen, meinst du? Ich bin mit deiner Schwester zusammen. Dagegen wäre selbst der beste Mann machtlos. Ja. Naja, guter Sportler weiß, wann er verloren hat. Und wann gewonnen. Hör mal, ich denke, jetzt wo ein neues Leben unterwegs ist, da sollten wir es beide schaffen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Oder zumindest beiseite. Wir wollen beide Helen unterstützen. Da haben wir doch schon mal was gemeinsam. Ja, ja, sie vertraut dir und das ist gut so, das ist sehr wichtig. Gerade jetzt, wo sie, naja, nicht immer rational reagiert. Auch wenn ich Laura liebe, das ist ja kein Grund, ausgerechnet jetzt Helen im Stich zu lassen. Sag mal, müssen wir nicht an mich auflegen? Wieso? Weil Gregor sich bestimmt gleich beschwert, wenn wir so ewig telefonieren. Der ist doch gar nicht da. Ach, wo steckt er denn? Bei Helen. Jetzt, wo sie schwanger ist. Lass mich ja nicht zu Wort kommen. Schwärmst ja ununterbrochen von Italien. Nee, nicht ablenken jetzt. Also Helen ist also schwanger. Dann die Entfernung von Gregor, oder? Nee, du spinnst wohl. So weit kommt's noch. Ja, von wem dann? Ach, das lass dir doch nicht aus der Nase ziehen. Von Alexander. Nein. Oh, doch. Bist du noch da? Ja, klar bin ich da. Ich meine, natürlich bin ich nicht da. Ich bin nicht bei dir. Mann. Ich fühl's nicht dabei. So, soll ich in den nächsten ich Zug weiß. Steigen und zurückkommen? Brauchst du aber nicht, es geht schon. Ich mach das, wenn du mich brauchst, ehrlich jetzt. Großes, beste Freundin in Herrnhut? Ja. Bin schon froh, wenn ich mit dir reden kann. Wenn ich wenigstens mal sagen, was ich denke. Was denkst du denn? Dass das alles sehr kompliziert ist. Oh, geht's noch genauer? Weißt du, was das Schlimmste ist? Was denn? Ich hatte gerade das Gefühl, dass wir die Kurve gekriegt haben. So ist, also Gregor, Helen, Alexander und ich, wir haben gerade so eine Normalität bekommen und jetzt... Aber jetzt? Jetzt ist die Situation endgültig verfahren. Laura? Hey, lauf nicht weg. Du, Helen hat Gregor doch gefragt, ob er nicht Patenonkel ihres, also unseres Kindes werden möchte. Du weißt das noch gar nicht? Nee, das kann nicht sein. Sowas würde er nie machen, ohne vorher mit mir zu sprechen. Ne? Er hat dich nicht gefragt. Entschuldige, vielleicht war das ein Missverständnis. Ganz bestimmt sogar. So eine Entscheidung trifft er nicht ohne mich.
Vielleicht hat Helen ihn gefragt, das kann schon sein, aber er hat niemals zugesagt. Zumal wir uns gerade geeinigt hatten. Also das, worüber das geeinigt? Nichts. Nichts, schon gut. Ich gehe rein. Hey. Selber. Na, war's nett gestern mit Tanja? Woher weißt denn du? Ah, hast du versucht, mich anzurufen? Hier, alles bunt. Entschuldige, es hat so gut getan, mal wieder mit ihr zu sprechen. Ist schon okay. Jetzt habe ich dich ja live von in Farbe. Das ist sowieso besser. Du wolltest mit mir sprechen, ne? Über Helen. Sie hat dich gebeten, Patenonkel zu werden. Woher weißt du das? Ja, Alexander hat sowas. Er kann auch seine Klappe nicht halten. Nee, das war ja keine Absicht. Er hat gedacht, du hättest es mir schon gesagt. Ja, das wollte ich ja, aber es war ja darum belegt. Ja, was ist? Denkst du ernsthaft drüber nach, das zu machen? Ja, klar. Also, ich denke nicht nur drüber nach. Ich habe ja gesagt. Entschuldige, ich begreife das nicht. Zusagen, ohne vorher mit mir zu sprechen. Das wollte ich ja, aber du hast den ganzen Abend telefoniert. Das stimmt ja gar nicht. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja direkt zugesagt, gleich als sie dich gefragt hat. Es war ihr wirklich total wichtig. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, vorher mit mir sprechen. Aber genau das ging nicht. Das hätte einfach nicht gepasst. Diese Patenschaft, das ist eine Sache zwischen Helen und mir. Entschuldigung, so eine Patenschaft, das ist eine wahnsinnige Verantwortung. Du musst permanent für das Kind erreichbar sein. Ja, aber Laura, gerade du wirst das doch verstehen, so loyal, wie du deinen Freunden gegenüber bist. Was hat das damit zu tun? Ja, Helen ist ein Teil meiner Vergangenheit. Und die du hinter dir lassen wolltest, genau wie ich meine. Und andersrum ist es genauso. Helen hat außer mir niemanden, der ihr so nahe steht. Ja, leider. Das ist ein solcher Wunsch doch völlig normal. Und wenn ich abgesagt hätte, überleg mal, wie sie das verletzt hätte. Ja, wir haben aber was anderes vereinbart. Ja, schon, aber komm, du hast da drauf wie auf einem Gesetz. Ja, weil wir es uns versprochen haben. Wir wollten uns aus deren Leben raushalten. Ja, wenn aber... Wenn du jetzt hier den Patenonkel spielst, ich finde das so ein bisschen kontraproduktiv, ehrlich. Tut mir leid, wie es gelaufen ist. Ich wollte dich nicht überfahren. Aber jetzt ist es so und dabei bleibt es. Ich will, dass du diese Patenschaft zurücknimmst. Weißt du, vor kurzem versprichst du mir noch keine Alleingänge mehr. Und jetzt sagst du Helen bei so etwas zu, ohne ein Wort mit mir zu sprechen. Das wollte ich doch, aber... Das ist eine große, wichtige Entscheidung, Gregor. Außerdem sehen wir die beiden dann noch öfter als vorher. Oder wie hast du das vorgestellt? Soll ich allein zu Hause bleiben, während du Patenonkel spielen gehst? Natürlich nicht. Dann sag mir bitte, wie das funktionieren soll. Helen hat doch niemanden außer mir. Wenn ich die Patenschaft nicht übernehme, ich bin einfach ein Teil ihres Lebens. Alexander ist auch Teil meines Lebens. Und trotzdem haben wir vereinbart, dass wir uns jetzt mal um unsere Beziehung kümmern. Gregor... Alexander und Helen, das ist nicht mehr unsere Baustelle. Ich hab's kapiert. Ja, warum hältst du dich denn dann nicht dran? Von mir verlangst du das doch auch. Also gut, wenn du meinst, dann rede ich eben noch mal mit dir. Zufrieden? Ja. Danke. Als Pate von Alexanders Kind. Allein die Vorstellung. Was für ein Krampf. Gott sei Dank spricht Gregor noch mal mit Helen. Wahrscheinlich wird sie es ja selbst einsehen. Oder habe ich jetzt total überzogen reagiert? Nein, nein, ich habe nur gesagt, was ich davon halte. Mensch, andererseits hat Helen ja wirklich niemanden. Wenn Gregor jetzt einen Rückzieher macht, dann... Oh Gott, hoffentlich bin ich nicht so weit gegangen. Laura? Tanja hat einen Brief an die Belegschaft geschrieben. Oh, schön. Ach, Laura. Ja?
Danke. Sag mal, hat sich die Sache geklärt? Welche Sache? Ja, wegen Gregor. Unser Gespräch, dass er Patenonkel werden soll. Ach so, ja, ja, das hat sich geklärt. Ja, gut. Ich, du hattest recht. Er wollte es machen, weil Helen ihn darum gebeten hat. Was heißt wollte? Ich habe ihn darum gebeten, es nicht zu tun. Du hast was? Du hast ihn gebeten, es nicht zu tun. Weißt du, was du Helen damit antust? Laura, sie braucht Gregors Freundschaft wirklich. Sie hat doch sonst niemanden. Aber sie weiß doch sonst nicht, wo sie hin soll. Wirklich, sie hat Gregor um einen Gefallen gebeten. Er hat zugesagt, weil er ihr helfen möchte, ja? Und du nimmst dir das wieder weg. Moment mal. Ihr denkt nur an euch. Ihr denkt nur an euch. Du hast mich doch darum gebeten, dass ich mich nicht mehr in dein das Leben einmische. Das ist das komplett andere. Sag mal, hast du einmal darüber nachgedacht, was eine Patenschaft eigentlich bedeutet? Du bist doch zeitlebens aneinander gekettet. Wenn dem Kind, wenn Helen oder dir irgendwas passiert, dann ist Gregor verantwortlich. Und ich ja somit auch. Also echt. Robert. War doch nicht meine Idee, Gregor als Taufpaten zu nehmen. Helen will das so. Sie ist äußerst labil, sie ist gerade aus dem Krankenhaus. Dir scheint unsere Unterhaltung wichtiger zu sein als deine Arbeit, was? Komm, mach mal lieber weiter. Komm mal mit. Wir sollten Rücksicht nehmen auf Helen. Und? Und? Laura führt sich auf, als wäre sie die Vernunft in Person, mischt sich überall ein, muss alles regeln, damit ja kein Stress entsteht. Vielleicht hat sie recht damit. Ach, Quatsch. Die denkt doch dabei nur an sich selbst. Hätte sie mal hören sollen, ey. Froh, dass sie nicht da ist. Na, ich auch. Kannst du mich mal ernst nehmen? Ich nehme dich ernst. Mir geht das ewige Hickhack zwischen euch nämlich gehörig auf den Geist. Ich kann es nicht mehr hören. Ich komme nämlich meistens ganz gut zurecht mit Laura, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht mit meiner Schwester geschlafen habe. Ja. Es ist schwierig, seit wir noch mal... Und das wundert dich? Nein, natürlich nicht. Ich... Du hast echt schon ein paar Böcke geschlossen in deinem Leben, aber wieder mit Laura zu schlafen, das war das Dümmste, was dir je passieren konnte. Weiß ich doch selbst, verdammt. Ich kann, ich... Das ist alles noch mal aufgebrochen in mir. Und du bist jetzt nicht fertig damit. Wie sieht's denn aus, ne? Und Laura? Hast du auf mich gewartet? Hm? Ja, nee, ich wollte eigentlich... Bist du noch sauer? Hm? Wegen Helen. Du hast doch noch mal mit ihr gesprochen, oder? Hm. Ja, und wie hat sie reagiert? Alles okay. Sie hat's verstanden. Sie ist auch nicht böse. Aber? Ich habe die Vorladung zum Gericht bekommen. Der Einwalt meint zwar, dass es ganz gut aussieht und dass ich wohl mit einer Bewährungsstrafe rechnen darf, aber... Entschuldige bitte. Nein, noch haben Sie mich ja nicht verurteilt. Gibt ihr das auch für den Fall, dass ich in den Knast muss? Es tut mir so leid, dass ich dich genervt habe mit dieser ganzen Patenschaftsgeschichte. Ich wusste ja nicht, dass das so schnell geht mit dem Prozess. Schon okay. Kommst trotzdem mit zu mir? Ich hole nur schnell den Werkstattschlüssel. Gut. Helen, bist du da? Ohne Nachricht. Sie ist ausgezogen. Was? Weißt du, wohin? Nee. Bestimmt wegen mir. Weißt du was, das ist mir jetzt egal. Dieses ewige Hin und Her, das geht mir auf die Nerven. Es war sowieso eine blöde Idee, dass sie wieder hier eingezogen ist. Warum soll ich mich auch ständig um sie kümmern? Sie bekommt ein Kind von Alexander, bitte soll der sich auch um sie kümmern. Ich bin ausgezogen, das ist doch mal eine klare Ansage. Ja, eben. Sie hat sich so entschieden. Bitte, mir soll's recht sein. Dann haben wir endlich mehr Zeit für uns. Es gibt keine Komplikationen mehr. Komm.